Guten Morgen, ihr Lieben. Der Mond steht noch am Himmel. Und es ist heute ein ganz schöner Nebel, so leichter Bodennebel überall. Ich gehe mal langsam mit euch rum. Dann könnt ihr mal ein bisschen gucken. So, wartet mal. Seht ihr mal, wie schön das heute Morgen bei uns ist. Und da ist auch schon die Sonne. Es ist herrlich. Seht ihr dieser wunderbare Bodennebel überall? Herrlich, oder? Nun wollen wir erstmal losgehen. Wir sind heute wieder bei den alten Weiden. Unsere Mia, die klüngelt immer rum. Komm, mein Mädchen, komm. So, auch hier kann man die Vögel schön hören. Ach, guck mal, ich bin jetzt hier an so einer großen Wiese. Ich gehe mal ein paar Schritte weiter. Sehen wir hier die Sonne überhaupt schon? Nee, im Moment nicht. Im Moment nicht. Aber es ist eine herrliche Stimmung, oder? Ja, da lohnt sich das frühe Aufstehen. Und da steht der Mond noch. Toll, oder? Ups, ja. Ist immer ein bisschen viel verlangt von der Kamera. Ich gehe immer von hell nach dunkel und hin und her. Nun gut. Und da ich nicht überall Schnitte reinmache in den Film, müsst ihr halt damit leben, dass es mal unscharf ist. Es geht halt nicht anders. Gleich geht's weiter. Guck mal, ich kann die Sonne gleich zweimal aufgehen lassen. Dahinter ist sie versteckt. Ah, das ist der richtig schöne Nebel, den man immer so gerne hat. Hui, die Hunde sind zu schnell. Die Hunde sind zu schnell. Muss ich gucken. Und da geht sie heute Morgen schon zum zweiten Mal auf, die liebe Sonne. Oh, ist das herrlich. Ist das schön? Ups. Ja. Da gehen zwei in Ruhe über den Weg. Oh, Krähen will er rein. Und dahinter den Bäumen ist die Sonne. Kann die so ein bisschen erahnen. Wir gehen noch mal rum. Rum, rum, rum. Oh, so was liebe ich. Guck mal, wie schön das so aussieht. Und da diese hohe Wiese. Und da drüber der Mond. Ich glaube, ich versuche mal, euch den etwas näher zu bringen. Vielleicht klappt es. Oh ja. Bisschen wackelig, aber ich habe ja alles Freihand. Seht's mir nach. Tara, zurück. Tara, zurück! Das alte Luder, die muss gleich die Gelegenheit ergreifen. Jetzt muss ich wieder meckern. Guck mal, jetzt bin ich doch einen Schritt in die Wiese gegangen, um euch das wunderbare Licht zu zeigen. Seht ihr? Deswegen laufe ich da so früh rum. Weil es einfach nur schön ist. Und da kommen jetzt meine lieben Hunde und gucken, was wir hier machen. Ja, Tara frisst Gras, Miechen guckt. Wir gehen da weiter. Da lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Seht ihr das wunderbare Licht, was so da durchkommt? Einfach schön, oder? Guckt mal hin. Ist das herrlich? Wir stehen kurz hier an der Brücke. Ich gehe mal 2-3 Meter. Weiß nicht, wo Tara schon wieder ist. Wo ist Tara? Tara, komm! Ach, die ist im Wasser. Wir hören mal den Plätschern im Moment zu. Ist das schön hier, oder? Ein bisschen Wasser plätschern, Vögel singen. Oh, hier sitzt direkt einer über mir. Hört ihr ihn? Piep, 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 piep. Ja, kleiner Vogel, wir hören dich. Und jetzt gehe ich noch mal einmal in das herrliche Licht drauf. Wow, die Kamera, die muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber da haben wir es jetzt. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht einfach klasse? So, jetzt wollen wir noch mal gucken, wo meine Hunde geblieben sind. Ach, sie sind beide da. Tara war wieder im Wasser, natürlich, das alte Luder. Ist sie wieder klatschnass? Ach, du liebe Zeit, was hast du wieder gemacht?
dieser Hund, dieser elendige, klatsche nass ist er wieder. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Weg, wo diese vielen alten Weiden stehen. Da haben wir schon die ersten. Wir gehen einmal ganz rum, denke ich, heute. Es ist richtig frisch heute Morgen, das will ich euch mal sagen. Aber das liebe ich, lieber frisch, ein bisschen kühl, anstatt dass es mir zu warm wird. Ich hasse die Hitze, die kommt mir, je älter ich werde, gar nicht mehr. Sehen die nicht toll aus, diese Bäume? Und da zum Schluss noch mal schnell in das Licht, sonst kann ich es nicht aushalten, wenn ich noch mal reingucke. So hell inzwischen, meine Güte. Wow. Einfach nur schön. Also ich kann von dem Licht nie genug bekommen. Also, boah. So, wir gehen noch mal ein kleines Stückchen rum. Ich wollte euch noch was zeigen. Seht ihr diese, ich gehe ein bisschen raus, einen Moment. Diese Weide ist tot, aber da oben drauf hat sich, könnte ein Holunder oder sowas sein. Genau kann ich nicht sagen im Moment von hier aus. Aber die Weide daneben, guckt mal, da wächst. Nee, das wächst davor. Aber seht ihr, die ist total innen hohl aufgespalten und ist oben ganz grün. Die ist noch lebendig. Also Weiden sind schon interessante Bäume. Ist das nicht wunderbar? Einfach herrlich, oder? Ja, der Nebel liegt so. Ich liebe auch, wenn so Bäume so einzeln aus dem Nebel. Schön. Ein Gubbel-Gubbel. Ja, Fasanenhahn. Das ist... Da haben wir gerade erwischt. Wie geht es jetzt weiter mit den schönen alten Weiden? Also, es ist wirklich sehenswert, finde ich, so alte Bäume. Ich kann euch nicht mal sagen, wie alt die sind, aber sie sind schon älter. Und innen ist dieser hohl und aufgespalten und trotzdem ist alles grün oben. Kräftig und grün. Ist herrlich, ne? Und da sind meine Weiden. Na, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Ich bin immer am Filmen heute Morgen, weil da so schönes Licht ist. Ein bisschen muss ich doch mehr aufpassen. So Hunde, die nutzen es doch auch gerne aus, wenn man nicht immer präsent ist. Wir gehen nochmal zurück. Und das möchte ich euch auch noch eben schnell. Herrlich auf dem Nebel, oder? Also wer das nicht schön findet, hinter mir geht gerade einer hoch, Gubbel, Gubbel. Hier ist was los. Hier stehen die Weiden. Ich gehe mal einmal so ein bisschen rum. Ist das nicht herrlich? Nicht diese furchtbar, diese Hektik, die sonst immer herrscht, die habe ich hier auf dem Lande gar nicht. Die wunderschönen alten Weiden, die besuche ich immer so gerne. Zeige ich das nochmal. Seht ihr, es ist wie so eine kleine, so ein kleines Stück, wie so eine Eichenallee. Über mir ist alles wie so ein grüner Tunnel. Es ist einfach herrlich. Deswegen gehe ich so früh, dann habe ich meine Ruhe. Die Hunde können frei laufen. Gehen wir später, dann sind Leute unterwegs, dann sind Autos, Radfahrer, ich weiß nicht was. Jeder hat was zu erzählen. Das ist nicht schön. Ja, es ist so, das ist das, was ich haben möchte. Die schöne Sonne. Ich gucke mal, ob ich es euch noch mal zeigen kann. Es ist sehr, sehr grell inzwischen. Es ist schwierig. Aber vielleicht kriegen wir es noch mal hin. Hört hier den Gubbel-Gubbel, den Fasanenhahn da hinten. Und hier neben mir zwitschern die Vögel auch. Wunderbar. Diese hatte man ordentlich beschnitten jetzt. Und ihr seht, ich hoffe, man kann es erkennen, sie treiben überall wieder aus. Diese Weide hat eine Lebenskraft, das ist Wahnsinn. Selbst der dahintere, der ja fast tot aussieht, nein, unten aus dem Stamm. Gehen wir etwas näher. Seht ihr? Überall. Und da gehen wir nochmal in das wunderbare Licht hinein. Einmal tief atmen. Und wo sind meine Halunkenkönige? Ah, da sind sie. So, wir sind schon an dieser kleinen Wegkreuzung angekommen. Und ich wollte euch zeigen, da ist noch so ein ganz alter Hof. Da ist noch gar nicht viel dran renoviert oder gar nichts. Ist das nicht einfach herrlich, wie der da so im Morgenlicht steht, umstanden von den hohen? Wahrscheinlich werden es Eichen sein. Davor die Kopfweiden. Ist
einfach schön, oder? Wir gehen jetzt hier ein bisschen weiter. Wartet mal, ich zeige euch das. Seht ihr das? Ach, ich muss ein Stück vorgehen, da ist ein Schild davor. Stopp, Hunde, nicht so ziehen, die ziehen nicht so. Da ist immer so ein Bushäuschen, da mache ich jetzt gleich eine Pause. Herrlich ruhig ist das, oder? Ja, komm schon. Was wir reichlich sehen, sind Pusteblumen. Pusteblumen sieht man sehr viel, beziehungsweise Löwenzahn natürlich. So, wir sind jetzt ein kleines Stückchen mal an der Leine gegangen. Jetzt sind wir wieder von der Leine. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Seht ihr, wie schön die aussehen, Pusteblumen? Ja, ich mag sie auch gerne. Mal wieder was Gelbes und Ackersenf oder sowas, was sich so versprenkelt hat. Hier können wir wirklich in alle Ruhe gehen. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Im Hintergrund, ich kann es mal eben versuchen ranzuzwitschern. Bin mir nicht sicher, ob mir es gelingt jetzt. Ist nicht ganz sicher. Da ganz hinter könnt ihr eine Kirche erahnen, hinter dem Haus. Das ist Batenhorst. Und die Glocke läutet um 6 Uhr. Das 6 Uhr läuten. Ich höre das bei uns zu Hause praktisch nie, aber hier kann ich es mal hören. Es ist etwas hell jetzt, die Sonne. Es ist zu grell, sie ist zu hoch, sie ist zu grell. Ich gehe noch mal einmal mit euch rüber und da hinten runter liegt dann schon wieder Langenberg. Wir sind so zwischen Langenberg und Batenhorst unterwegs. Es ist eine schöne Ecke hier, da kann man so einen kleinen Rundweg machen. Da bin ich auch. Hallo ihr lieben Leute. Und wo sind meine beiden? Oh ja, jetzt haben sie auf mich gewartet. Jetzt stehen sie da und warten. Das ist nett. Ich dachte schon, sie wären ganz verschütt. Ich bin mal gespannt, was hier ist. Ich könnte eine Kartoffel sein, so wie es angehäufelt ist. Was meint ihr? Sind das Kartoffelkisten, die da kommen werden? Hi, meine lieben Hunde. Wartet auf mich. Wartet, wartet. Petra muss immer küren. Wir haben das Pech, überall liegt Mist auf dem Weg. Und Tara und Mia finden das klasse. Tara, lass es jetzt, sonst werde ich böse. Böser Hund. Ah, für Teufel. Böser Hund, sage ich. Hey, jetzt. Hörst du auf jetzt? Jetzt muss ich dir gleich was draufhauen. Sag mal. Und das stinkt. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie schön wir ins Licht gehen, alle Mann. Aber nun seht ihr einen scheiße fressenden Hund. Das ist ja auch nett. Da kommt Miechen jetzt auch. Nicht, dass sie das nicht macht, aber sie macht es nicht so auffällig. Sie ist ein bisschen cleverer. Hier ist so ein kleiner Stein auf der Ecke. Und da sitze ich immer ganz gerne. Hier gibt es keine Bänke oder anderen Baumstümpfe oder irgendwas. Das Licht ist inzwischen sehr grell. Das Schönste ist weg, das haben wir erlebt. Aber es ist so wunderbar ruhig hier. Hört ihr die Tauben gurren? Herrlich, oder? Diese Stille. Ja, das tut einem gut. So, jetzt laufen wir mal hier ein bisschen im Schatten. Die Sonne wird schon richtig warm und kräftig. Aber diesen großen Baum möchte ich euch noch zeigen. Seht ihr das? Der ist gespalten in drei große Abteilungen. Und da wächst ein ganz dicker, fetter Baumpilz noch dran. Und wenn ihr richtig hingeschaut habt, dann werdet ihr sehen, dass in dem Baum, ich werde es euch zeigen, Stachelbeeren wachsen. Seht ihr die Stachelbeeren? Wächst in der Weide. Ist irre, oder?
Ja, es ist angenehm jetzt hier im Schatten. Die Sonne, wie gesagt, wurde schon ein bisschen warm. Hier neben ist noch eine der Wiesen, die noch nicht gemäht sind. Hüfthohes Gras. Natürlich, Vielfalt ist da nicht mehr drin. So ein bisschen hier am Wegesrand ist weiße Zeug. Zwei, drei verschiedene, vier, ja, wenn es hochkommt, vier, fünf Grassorten. Wo früher vielleicht 50 waren, ich weiß es nicht, wie viel. Ja, ich sag's euch immer wieder, ich wohne noch so richtig schön ländlich, idyllisch, denkt man. Und ich bin dankbar, hört ihr den singen? Hier ist auch so eine alte, riesige Weide, auch aufgeplatzt in der Mitte mit alten Baumpilzen. Ist das nicht toll, da hinten das Licht? Oh, hat einer Gänse. Der nächste Hof hat Gänse. Die machen ganz schön Spektakel, die Halunken. Ich versuche euch mal dieses wunderbare Licht hier zu zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mit der Kamera wirklich so einfangen kann, wie ich es mit dem Auge sehe. Es ist ganz, ganz wunderbar hier. Das ist die kleine Brücke. Da gehen wir jetzt hin. Tara kann es nicht lassen. Die muss in jedes Wasser reinspringen. Das ist ein altes Urvieh, ist das. Noch ein bisschen Wasser plätschern. So, ich drehe mich mal. Da sind wir wieder. Hallo, ihr Lieben. Da sind meine Hunde. Seht ihr da diese Steinecke? Da sitze ich oft. Es gibt nichts Schöneres, als hier zu sitzen. Die Sonne ist jetzt sehr grell. Man kann das nicht mehr so richtig darstellen. Aber die Tara ist schon wieder drin. Tara, was machst du denn? Wo bist du? Komm raus! Tara, komm raus! Ach, du liebe Zeit! So, ihr Lieben, ich sage für heute Tschüss. Das war unser schöner Morgenspaziergang. Ich fand ihn wunderbar. Vielleicht gefällt es euch auch ein bisschen. Wir hören noch eine Sekunde dem Plätschern zu. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.